Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen, etwas kleineren Projekt. Ihr seht es ja schon, Super Mario Land Final zockt. Super Mario Land für den Game Boy. Das ist ein Spiel, das 1989 von Nintendo, ja, entwickelt wurde, also herauskam. Es kam 1989 heraus. Ich denke mal, die Entwicklungszeit dürfte 1 oder 2 Jahre gedauert haben. Es war ja damals auch bei etwas simpleren Spielen ja auch so, dass es von der Entwicklungszeit her doch auch einige Zeit in Anspruch genommen hat, denn heutzutage würde das alles sehr schnell gehen, denke ich mal. Aber damals war das nun mal so. Ja, warum spiele ich das jetzt? Ich habe ja zwei Projekte, also zwei Hauptprojekte, nenne ich sie ja. Das hier ist, ja, das ist auch jetzt ein Hauptprojekt, weil das auch von der Regelmäßigkeit so kommt wie die anderen, also. Das sind dann jetzt also gewissermaßen drei Projekte. Nur ist es bei diesem ein bisschen anders. Denn ihr wisst ja, Super Mario Land ist ja kein sehr langes Spiel. Und ich habe mir dann so gedacht, da ich ja jetzt zwei RPGs spiele. Also, ihr wisst ja einmal Final Fantasy und Pokémon Kristall Edition. Und weil beides auch noch etwas länger dauert, hatte mir so gedacht, Final Fantasy würde gar nicht mehr so lange dauern, aber es hat sich eine Sache ergeben, die es doch etwas länger ja, werden lässt, nämlich die optionalen Dungeons. Und ja, würde ich die nicht machen, dann wäre ich glaube ich schon durch mit Final Fantasy. Aber ich will der Vollständigkeit halber auch die optionalen Dungeons machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Zwei RPGs, das ist ja ein bisschen eintönig, da habe ich mir so gedacht, ja, da kannst du zwischendurch mal immer wieder mal einen Jump'n'Run dazwischen hauen. Und zwar ein kurzes Jump'n'Run immer. Also Super Mario Land ist ein kurzes Spiel, dann gibt es doch andere kurze Spiele und die werden auch immer nur auch kurze Videos sein. Gut, dies hier wird ein bisschen länger, weil ich ein bisschen mehr Vorgeplänkel habe hier, aber damit sich überhaupt eine Playlist auch lohnt, werde ich das hier so machen. Ich werde einmal den Normal Mode spielen. Zwei Welten pro Video. Und dann den Hard Mode. Dann habe ich vier Videos und das würde für eine, ja, ich meine, eine Playlist macht auch bei zwei Videos Sinn, aber das wäre ein bisschen wenig für eine Playlist. Da brauche ich keine Playlist machen, dann reicht Part 1 in meiner Playlist für ja, kurze Projekte oder sowas, ja, und Part 2, ne? Also ich mache das hier so, zwei Welten pro Part, wären dann, und pro Schwierigkeit, das wären dann vier Videos letztendlich. Und wahrscheinlich habt ihr es auch schon im letzten, also nicht der letzte, das ist nicht der letzte Part im Allgemeinen, sondern im vorigen Part zu Pokémon Kristall Edition gesehen, dass ich kein HD mehr verwende für Gameboy-Spiele. Da es erstens merkt man da sowieso keinen Unterschied und zweitens, ja, bin ich denn dazu gezwungen, das Video zu stretchen und ich finde, es sieht nicht so schön aus. Es ist so ein bisschen overpowered und unübersichtlich. Ich hätte es lieber so ein bisschen komprimierter, so wie ihr das jetzt hier seht, da ich das eher nicht auf HD und außerdem da geht das viel weitaus schneller mit dem Rendern und mit dem Hochladen. Ja, sonst noch irgendetwas? Wie gesagt, ja. Es kommen hin und wieder mal zwischendurch mal ja, kleinere Spiele. Und zwar auf dem Gameboy, denn der Gameboy eignet sich dafür, dass es dort kurze Spiele gibt. Es gibt aber auch für andere Konsolen kurze Spiele. Aber ich habe so einige, ich habe eine große Gameboy-Videospielbibliothek. Und da gibt es so einige kleinere Spiele, die man zwischendurch mal zeigen kann, um ein bisschen mehr Abwechslung zu haben. Ja, und wie gesagt, also für Gameboy-Spiele werde ich kein HD mehr verwenden, sondern da werde ich das einfach normal, also mit 480p, glaube ich, ist da das Höchste dann. Aber dann ist es nicht so gestretched und das ist ja das, worauf es mir ja hierbei ankommt. Ihr habt jetzt schon einige Spiele-Szenen gesehen. Die habe ich jetzt mal durchlaufen lassen, weil ich keine Lust habe, immer wieder was zu drücken. Und man kennt das Spiel ja sowieso. Es ist jetzt nur so ein kleiner Einstieg, weil ich auch einen Grund finden wollte, um euch zu erzählen, warum ich das jetzt hin und wieder mal mache. So ein paar Gameboy-Spiele, kleine Gameboy-Spiele zwischendurch zu zeigen, um Abwechslung reinzubringen. Und
ich habe auch jetzt hier die Gelegenheit genutzt, euch zu erklären, warum das der vorige Pokémon-Part ja nicht mehr so gestretched war, sondern bessere Übersicht hat. So, dann wollen wir jetzt aber auch mal starten hier. Ich drücke was. So. Ja, dann starten wir mit Level 1.1. Also mit Welt 1, Level 1. So, ich denke mal nicht, dass ich hier viele Sachen erklären brauche. Mario ist, sollte jeder kennen. Vor allem die 2D-Spiele. Man steuert hier Mario. Prinzessin Daisy wurde entführt und Mario möchte sie retten. Ja, auch hier ist dieses Prinzessinnen-Rettungsthema. Die Story. Und dann wollen wir jetzt zur Hilfe eilen. Frage ich mich, warum Prinzessin Daisy? Warum nicht Prinzessin Toadstool? Naja, gut. Nintendo hat sich dazu entschlossen, Mario eine weitere Frau zu geben, die dann später irgendwie mit Luigi irgendwie inoffiziell zusammenkam oder keine Ahnung. Mario und seine Frauengeschichten hier. Oh, komm. Das wollte ich hier haben, genau. Diese Herzen geben uns ein Leben und hier gibt es auch Pilze. Ihr habt ja gesehen, hat Mario groß gemacht, der Pilz. Und die Blume, ja, haben wir eine Feuerblume. Nur in der Gameboy-Version, also jetzt den Gameboy, also Super Mario Land hier. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welche Röhren ich reingehen kann. Hat diese Feuerblume eine spezielle Funktion, nämlich prallt sie hier von dem, Böden und auch von Wänden ab und kann auch Münzen einsammeln. Ihr seht ja hier, wieder, hier kann man es am besten demonstrieren. Ein Feuerball, der Münzen einsammeln kann, ja. Und die brauchen 2 Schüsse, bevor die besiegt werden. Es gibt hier mehrere Formen von solchen Gegnern, die ein bisschen stärker sind. Also nicht nur einfach Goombas und, ja, die heißen hier gar nicht Goombas. Sehen so aus, heißt aber nicht Goombas. Ich weiß deren Namen nicht. Die haben alle irgendwie japanische Namen hier. Die Koopas heißt auch nicht Koopas. Die haben auch nicht die Funktion eines Koopas. Sondern, wenn man auf die springt, dann entzündet sich eine Bombe. Das heißt also, es wird eine Bombe aktiviert. So. Und am Ende eines Levels hat man die Möglichkeit, ein kleines Bonusspiel zu machen, wenn man das obere Tor erreicht. So, und dann ist das... Das kann man gar nicht gut abschätzen. Dann muss man wirklich, weiß ich nicht, Jedi-Kräfte haben, um das... Ah, scheiße. Ja, die Blume, die ich schon hab. Wäre ich klein gewesen oder hätte nur einen Pilz gehabt, dann hätte die Blume was gebracht, aber so nicht. Ja, mal, ihr habt ja gesehen, man hat die Wahl zwischen... Oder was heißt die Wahl? Also, man kann entweder ein Leben bekommen, 2 Leben, 3 Leben oder eben eine Blume. So. Ich glaube, hier unten war irgendwas. Oder war das hier? Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich wollte euch auch so einige Geheimnisse zeigen. Wenn ich schon nur 2 Welten in pro Part mache. Die Sachen so ein bisschen Abwechslung. Ich werde auch keine Premiere zu machen. So. Und auch wie in Super Mario Bros. Kann man den Bildschirm nicht wieder nach links scrollen, sondern das scrollt nur nach rechts. Aber warum sollte man ihn auch hier nach links scrollen wollen? Denn Mario möchte ja Prinzessin Daisy retten, ne? Ach ja, da wollten wir noch eine weitere Sache noch. Mario und seine Frauengeschichten. Es gibt da mittlerweile 4 Frauen, mit denen Mario es zu tun hatte bisher. Die erste ist Pauline. Die erste ist Pauline. Das ist auch die erste Freundin, die er irgendwie hatte. Auf jeden Fall im ersten Spiel, in dem Mario vorkam, wo er noch Jumpman hieß, ist eben Pauline. Das ist jetzt seine Ex, gilt jetzt als seine Ex-Freundin. So, dann irgendwie, hatte was mit Peach zu tun, dann mit Daisy und mit Rosalina.
Fällt euch da noch jemanden ein? Also von all diesen Frauen finde ich Pauline am hübschesten. Entspricht meinem Beuteschema am ehesten. Es gibt immer so einen Streit, die einige sagen, ja, ich finde Peach so hübsch. Viele stehen auch auf Rosalina oder auf Daisy. Ich bin aber jemand, der würde Pauline bevorzugen. Moment mal, hier war irgendwo, glaube ich, noch so ein Zehnermünzblock. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau hier. Hallo! Springt er daneben, der Honk? So. Da es immer nur ein Zehnermünzblock gibt, brauche ich die anderen Blöcke nicht anspringen. Also pro Bildschirm gibt es immer nur einen. Ich habe auch mal angefangen, einen Hack zu machen zu diesem Spiel hier. Das habe ich dann Super Schmackes World genannt. Das war eigentlich speziell für Schmacki, weil er Probleme mit diesem Spiel hat, aber ich denke mal, wenn er das gespielt hätte, hätte er noch weitaus mehr Probleme gehabt. Das ist ein ziemlich schwieriger Hack, jedenfalls der Anfang. Und der wäre dann noch schwerer weitergegangen. Ich hätte dann noch so einige Ideen, aber irgendwie ist das nervig, den das zu hacken hier. Also das macht nicht so viel Spaß, sagen wir mal so, weil sich einige Bildschirme wiederholen. Und die kann man dann nicht umändern. Die bleiben denn so, wie die erste Version dieses Bildschirms war. Und ja, komm, die Münze wirst du auch noch einsammeln können hier, oder Mario? Moment, die vier. Ja, manchmal geht er dann auch in die Röhre rein, ungewollterweise. So. Ich habe noch gar nicht gezeigt, dass es eigentlich keine Koopas sind. Wenn die so aussehen. Die haben Bomben, aber das zeige ich dann bei Gelegenheit, wenn ich nochmal einen von denen sehe. Ich will immer alles erklären. Es soll ja Leute geben, die dieses Spiel noch nicht kennen. Was eine Sünde ist, finde ich. Na gut. Wenn man jetzt nicht in der Zeit geboren ist und auch nicht aufgewachsen ist, dann... Aber man sollte schon die Ursprünge von Videospielen, da sollte man sich schon ein bisschen mit befassen. So. Ich kann den besiegen, kann aber auch auf den Schalter da hinten springen. Aber ich besiege den mal, weil es gibt extra Punkte. Ja, und wir haben die erste Welt damit geschafft. Aber wenn man keine Blumen hat, muss man sowieso da auf den Schalter springen. Kann man den sonst nicht besiegen. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Hä? Haben wir schon geschafft? Nee. Oha. Das war nur ein Fake. Das wäre nur Fake Daisy. Oder dieses Vieh hat Daisy einfach geschnappt und ist abgehauen. Aber warum hat statt Mario denn dort? Naja. Auf jeden Fall, ja. Am Ende einer jeden Welt bekommt man das Spiel geschenkt, sozusagen. Man muss ja nichts Spezielles machen. Auch wenn ich den jetzt nicht mit der Feuerblume besiegt hätte ich dieses Bonusspiel bekommen. Also es ist immer das Bonusspiel hat man am Ende einer Welt immer. Nur in den, also ihr habt ja gesehen, eine Welt besteht aus drei Level und bei den ersten beiden Level, das sind ja normale Level mit einem Ziel am Ende, also so mit einem Zieltor und hier gibt es viele Münzen. Und nur, also im dritten Level gibt es immer einen Boss zu besiegen dann. Am Ende eines dritten Levels. Und da kriegt man immer. Da kriegt man immer, dieses Bonusspiel. So. Okay. So, jetzt habe ich eben, ihr habt das gesehen, bevor ich in die Röhre reingegangen bin, man kann übrigens auch nur einmal in die Röhre reingehen, habe ich doch eine Blume bekommen. So, und in der Röhre auch eine Blume. Und jetzt habe ich nochmal die Möglichkeit, eine Blume zu bekommen. Also dreimal habe ich hier die Möglichkeit, ein Power-Up zu bekommen. Ach ja, Stern habt ihr auch schon gesehen. Und wir sehen kein Stern. So, jetzt kann ich es nochmal zeigen. Da, bam! Und ich darf natürlich nicht die Explosion berühren, ne? So, Stern und Besiegbarkeit hier for the win. Die Steuerung ist so ein bisschen hölzern. Hier muss man, darf man an einigen Stellen nicht so beschleunigen. Das ist nicht so gut.
So, ihr seht ja hier den Münzblock. Hier habe ich jetzt gemacht. Und falls euch das eben aufgefallen ist mit der Blume, werdet ihr gleich sehen, der Münzblock ist wieder da. Auch wenn ich ihn schon geklärt habe. Das heißt, ich bekomme nochmal extra 10 Münzen hier. Das sind so Tricks, um Leben zu bekommen. Aber ich brauche nicht viele Leben. Weil ich das meistens No-Death schaffe hier. Ja, Schmacki, das ist auch No-Death gut zu schaffen. Hatte ich mir mal überlegt, einen No-Death-Run zu machen, aber... Nee, ich will hier lieber kommentieren. Gut, bei No-Death-Run kann man auch kommentieren, aber... Da braucht man schon Konzentration und ich würde es auch denn so wie Wolf eher als Longplay machen. Scheiße. Jetzt seht ihr mal, dass wenn man unten reingeht, dass man da nicht das Bonusspiel bekommt. Der ist nicht gesprungen. Ja, dann geht es hier einfach unvermittelt weiter. So, auf die muss ich aufpassen, weil die ihren Kopf verlieren können. Oh, das ist ja noch nicht mal ein Wortspiel. Das ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Aber man sagt ja, bloß nicht den Kopf verlieren, das heißt ja eigentlich was anderes. Dass man seine Contenance bewahren sollte, heißt es ja eigentlich. So. Ich spiele ziemlich langsam. Ich habe ja mal ein Race zu gemacht damals auf dem alten Kanal. Aber auch zu den Anfängen. Das war wirklich zu den Anfängen. Und da habe ich das irgendwie in, weiß ich nicht, 28 Minuten geschafft. Ohne es vorher großmächtig geübt zu haben. Ich weiß, es gibt Speedruns. Da schafft man das innerhalb von 14 Minuten. Mit viel Übung würde ich es auch schaffen. Das ist das zweite, ja wirklich, das zweite Spiel, das ich damals in meiner Kindheit hatte. Das erste, also mein erster Kontakt mit Videospielen, okay, das war der Atari. Der Atari 2800 oder 2600? Ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl. Ich glaube 2600, ne? Und... Ah, nochmal ein Stern. Übrigens, die Musik, die hier gespielt wird, das ist die von Offenbach. Das ist eine Komposition von Offenbach. Eines Komponisten von klassischer Musik. So, ja, was wollte ich jetzt sagen? Mein erster Kontakt war mit dem Atari 2600 damals. Das war aber nicht meins. Deswegen zählt das auch nicht so genau, aber ich habe aber so einige Spiele drauf gespielt. Und der Game Boy, ja, das war sozusagen meine erste Konsole in Anführungsstriche. Ein Handheld zählt ja nicht so als Konsole. Also sagen wir mal, als Handheld-Konsole. Es gibt ja auch diese Konsole, die man am Fernseher anschließt, sind der Heimkonsolen. Deswegen nehmen wir mal diese Unterscheidung vor. Hey. So, mit den Viechern hier. Also hier wollen wir nochmal ein paar Münzen einsammeln. Hoch da? So, hier war ein 10er Münzblock. Ja, und Tetris war ja immer mit dabei beim Game Boy. Deswegen war es das erste Spiel. Oh, du Blödmann! Wieso sprang er denn nicht? So. Und Super Mario Land war eben das zweite Spiel. Dann das dritte war, glaube ich, Mega Man. Dr. Wily's Revenge. Und das vierte dann Metroid 2. So. Ah, ich habe schon über 100.000 Punkte. Das ist gut, weil 100.000 Punkte... Also wenn man 100.000 Punkte hat und man geht Game Over, hat man Continue. Das heißt, man kann in der Welt... Oder in einem Level, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ob man in der Welt oder in einem Level, weil das als Kind brauchte ich das nur einmal oder hatte ich das nur einmal gehabt, dass ich Game Over gegangen bin. Und nochmal ein Stern. Die Sterne ist fast jedem Level hier, ne? Weil ich glaube, in der ganzen kompletten nächsten Welt gibt es, glaube ich, keinen Stern. Übrigens, das ist jetzt das letzte Level in diesem. Mann, 20 Minuten, so lange? Ja, ich habe aber auch lange vorgeplänkelt, ne? Und spiel auch hier. Will euch ja alle, möglichst alle Geheimnisse zeigen. Die sollte man nicht anschießen, weil sie sonst einen angreifen hier. Ihr habt es ja gesehen.
Man sollte die also in Ruhe lassen, auch wenn die ordentlich Punkte geben. Aber ich spiele nicht nach Punkten. Ist ja auch mal, wäre doch auch mal so eine Challenge. Es gibt ja immer so, ja, Speedruns, No-Death-Runs. Warum gibt es nicht mal Punkte-Runs? So viele Punkte wie möglich zu bekommen. Das wäre doch auch mal eine Challenge. Seht ihr hier, Mario wurde mit einem Münzen buchstabiert hier. So, noch ein extra Leben. Sehr schön. Oh, 19 Leben habe ich schon. Ich hatte mal über 40 gehabt. Okay, den Boss will ich nicht... Den Boss, den kann man auf jeden Fall besiegen. Muss man aber nicht. Ihr seht ja, auch da gibt es so einen Schalter, den ich den... Aber ich will den besiegen. Möglichst alle Bosse. Und beim dritten da... Weiß nicht, wenn ich da keine Blume habe, dann geht das natürlich nicht. So. Und auch die zweite Welt jetzt hinter uns gebracht. Aber den konnte man auch besiegen, wenn man jetzt keine Blume hat. Die Blume bringt ein Unterseeboot, der überhaupt bringt ja nichts dann. Ne? Und Autoscrollen habt ihr ja auch gesehen eben. So. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Und da, es war wieder ein Fake. Ich schätze mal, es ist eher ein Fake. Ah, gut. Die gute Leiter. So. Und das war's dann auch mit diesem Part. Dann sehen wir uns im nächsten wieder. Da geht es dann in die dritte und vierte Welt des Normal Modes. Seid gespannt, was für Abenteuer da auf uns warten werden. Bis dann. Tschüss.